Wir sind heute beim Battle Card in Ken. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem sehr interessanten Video. Wir sind nämlich heute bei Battle Card in Trier. Wir fahren heute eine Runde Mario Kart in live. Und erstmal vielen Dank an Battle Car für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Brina ist es ja schon mal gefahren, das macht wohl super viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, hier könnt ihr das mal sehen. Also das wird alles projiziert. Es gibt mehrere Runden. Man kann dann hier auch auf Bananen fahren, dann wird man verlangsamt. Man muss den Sachen ausweichen. Also sieht schon echt gut aus. So, also, wenn ihr einsteigt, müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht hier auf die markierte Stange tretet, also auf die Lenkachse. Dann ist wichtig, dass ihr euch anschnallt, weil sonst startet das Spiel gar nicht erst. Und während ihr im Spiel seid und euch abschnallt, pausiert das Spiel. So, dann habt ihr hier unten einen Hebel, damit könnt ihr euren Sitz einstellen. Geht natürlich einfacher, wenn ihr drin sitzt, aber an sich ist das zum Einstellen vom Sitz. Dann wird euch am Anfang gesagt, ihr sollt gerade rückwärts fahren. Dafür Lenkrad gerade halten und den blauen Knopf hier unten gedrückt halten. Wenn ihr ihn gedrückt haltet, fahrt ihr rückwärts, könnt ihr auch jederzeit im Spiel einsetzen zum Rückwärtsfahren. So, dann haben wir den grünen Knopf. Das ist die Hupe. Wenn ihr einen abschießt, um ihn zu ärgern oder so, könnt ihr ein bisschen rumhupen. Sollte euch schlecht sein oder irgendwas anderes ist los, haltet ihr den 2-3 Sekunden gedrückt, den roten Knopf. Dann pausiere ich das Spiel, komme zu euch, hole euch notfalls aus dem Spiel raus, wenn gar nicht mehr gehen sollte. Und der gelbe Knopf ist der wichtigste. Damit setzt ihr ein Item ein. Das heißt, ihr fahrt über die Boxen, die gelben Boxen, wo BK draufsteht, auf der Strecke. Dann kriegt ihr da unten ein Item angezeigt. Nitro, Rakete, später gibt es noch ein Schild oder eine Gatling Gun. Und mit dem gelben Knopf könnt ihr die dann einsetzen. Okay. Ja. Dann haben wir hier halt die Bremse und Gas, wie beim Auto. Und wenn ich Start drücke, dann tauchen die Namen hier hinten drauf auf. Perfekt. Jo, habt ihr sonst noch Fragen? Also gelb ist, dann tauchen da rechts auf dem Bildschirm. Das, damit schießt du. Genau, das ist der wichtigste Knopf. Damit setzt du jedes Item ein, was du auf dem Bildschirm angezeigt bekommst. Und ich krieg die, wenn ich über dieses BK fahre. Ja. Genau, über so gelbe Kästchen. Was war grün nochmal? Wir sind jetzt unsere ersten Runden gefahren und falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen aussehe wie Schwarzer Peter. Wir haben so Gas gegeben. Oh, Brina, das sieht jetzt richtig gut aus hier. Das ist der neue Rouge. Das ist für Racing Girls. Racing Girls. Top.
Daniel, komm erstmal an unsere Runde. Ja, wir machen jetzt kurzes Päuschen, aber erstmal kurzes Fazit. Mit der GoPro sind die Aufnahmen ein bisschen dunkel geworden. Ich mache gleich noch ein paar Aufnahmen mit dem Handy, aber ein paar habe ich schon gesehen. Und wir haben drei verschiedene Spiele gespielt. Einmal Mario Kart, einmal Snake und einmal mit so einem Farbspiel, wo man als Team über Kästchen fahren muss und im Prinzip die Kästchen einfärben. Und wer am Ende am meisten Kästchen eingefärbt hat, hat dann im Prinzip am meisten Punkte bekommen. Es macht so unglaublich viel Spaß. Also das Mario Kart ist wirklich, man fährt über so ein gelbes Kästchen und dann kriegt man halt einen Boost oder einen Schlammfleck, wo dann einer anhält und so. Also das System ist echt irre. 44 Beamer waren es, Daniel? 44? Beamer? Ja, 45. 45 Beamer sind angebracht an der Decke. Es wird auch noch ausgebaut an den Seiten, damit die Immersion noch größer wird. Ja, da kannst du eine Cola verschüttet. Damit die Immersion noch größer wird, dass auch wirklich die Wände auch angestrahlt werden und dass man komplett in dieser Mario Kart Welt ist. Aber es macht dennoch so viel Spaß. Wir sind jetzt zu 6. Daniel hat mich kurz rausgebracht mit seiner Cola Aktion. Es macht unglaublich viel Spaß. Am meisten hat mir tatsächlich dieses Autorennen gefallen. Danach kam das mit den Farben und Snake ist halt so wirklich. Man hat dann irgendwie so einen Riesenschweif hinter sich und man kommt irgendwie gegen den Rand oder gegen einen anderen Schweif und dann sind alle Punkte weg und dann ärgert man sich. Aber es macht doch noch sehr viel Spaß. Wir werden gleich nochmal eine Runde fahren. Super schön. Ich möchte noch was sagen. Also Battle Card ist ein Franchise-Unternehmen und das findet ihr tatsächlich in mehreren Städten, unter anderem in Köln, in Antwerpen, glaube ich, in Belgien. Da war es, glaube ich, einer der ersten, jetzt hier in der Nähe von Trier. Also schaut einfach mal im Internet vorbei. Und genau, die sind tatsächlich fest hier. Also es ist kein Pop-up oder so, nicht auf eine begrenzte Zeit, sondern ja, die sind jetzt für immer hier, hoffentlich. was ich noch sagen wollte zu den Preisen, ist es so, dass ein Spiel für einen Erwachsenen 21 Euro kostet und ein Spiel sind 15 Minuten und man kann bis zu drei Rennen in diesem einen Spiel spielen. Zeitlich gesehen, also man wird empfohlen, so 2 bis 3 Spiele zu buchen und am besten ja, so 6 bis 8 Personen wäre ideal. Und ansonsten mehr Infos zu den Preisen könnt ihr im Internet sehen. Und je mehr Spiele. Genau, verlinke ich in die Infobox. Und wenn je mehr Spiele ihr spielt, desto günstiger wird es dann auch. Also ich glaube, dann ab dem 2. oder 3. Spiel sind es dann nur noch 17 Euro pro Person. Ich muss jetzt mich mal kurz ums Eck verkriechen, weil die anderen mich so ein bisschen aufgezogen haben. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss, also ich wollte eigentlich noch was zum Mindestalter sagen, denn es gibt gar kein Mindestalter. Man muss 1,45 Meter groß sein, um gut im Kart sitzen zu können und natürlich auch die Projektion sehen zu können. Es ist also für jung und alt, ihr könnt hier mit eurer Enkelin, jetzt ist hier eine Wespe, Enkelin, Enkel, Großmutter, Großpapa, Papa, Mama, also ich glaube alle werden hier bei diesem Kartfahren Spaß haben.
Bleib lieber, du bist lieber die Fans. Kombiniere und stelle dich einem mächtigen Virus. Ja, jetzt kommt das Virus. Kombiniere deine Raketen, um den Schaden zu multiplizieren. Oh je. Raketen mit dem gelben Knopf abfeuern. Schieße zur gleichen Zeit wie andere Spieler, um den Schaden zu vervielfachen. Du hast keine unbegrenzte Raketen mehr. Fahre auf eine Raketenblase, um welche zu erhalten. Das Virus infiziert dich, wenn es dich berührt. Verbündeten, indem du mit dem grünen Knopf eine Spritze auf sie wirfst. Verseuchung wird ernster. Du wirst immobilisiert, wenn du infiziert wirst. Infizierte Spieler haben jetzt ein Kontaminationsfeld um sich herum. Spritzen mehr. Fahre auf ein Spritzeblasen. Runde 2 ist vorbei und wir sind jetzt nochmal Fußball gefahren. Also dieses Fußballrennen, wo man in zwei Teams spielt und in gegenseitig Tore schießen kann. Ich habe tatsächlich die meisten Tore geschossen, aber ein Gegentor war dabei. Es war trotzdem super viel Spaß, weil man beim Fußball richtig geil driften kann. Und ihr seht, man hat also es ist halt relativ neu aufgebaut worden, deswegen konnte man den Baustellenstaub noch nicht komplett entfernen. Aber ich finde es gar nicht schlimm, macht es authentischer. Wie gesagt, Fußball kann man richtig geil driften. Und dann haben wir nochmal ein normales Rennen gemacht und halt auch diesen Virus, dieses Virusspiel. Wenn ich jetzt ein Ranking abgeben würde, hat mir das Virusspiel am geringsten gefallen, aber hat dann dennoch trotzdem Spaß gemacht. Also wie gesagt, es ist einfach ein mega Gaudi, in einer Gruppe zu fahren. Das Rennen generell so im Mario Kart-Style gefällt mir am besten, aber ihr müsst einfach herkommen und es mal testen. Also wie gesagt, es macht super viel Spaß. Am besten ihr seid 6 bis 8 Personen und wenn ihr weniger seid, ist gar kein Problem. Dann seid ihr aber halt mit anderen Leuten wahrscheinlich in einer Gruppe, die ihr eventuell nicht kennt. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Wir planen, dass ich im September nochmal herzukommen, weil es hat uns also so viel Spaß gemacht.
Ich kann es nur noch wiederholen. Ja, wenn ihr hier in der Nähe von Trier seid oder von einem anderen Standort, schaut bei Battlecard vorbei und schaut auf jeden Fall bei der Internetseite vorbei. Da habt ihr auch nochmal die komplette Preisstruktur. Bucht euch die Termine im Vorhinein und ja, ich hoffe, der Eindruck hier zum Battlecard in Trier hat euch gefallen. Da an der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao! Thank you.